Hallo und herzlich willkommen im Tierpark Kellerbrunn. Mein Name ist Simon Kirchberger und ich berichte euch heute von unserer Afrika-Savanne. Genauer gesagt besuchen wir unsere Hartmann-Bergzebras. Die Zebras gehören mit Sicherheit zu den berühmtesten Huftieren in ganz Afrika, vor allem natürlich wegen der Streifen. Die Hartmann-Bergzebras, die es bei uns gibt, wohnen ursprünglich in Namibia, leben dort in bergigen Felsregionen, in Halbwüsten und Wüsten, haben dementsprechend auch relativ harte Hufe. Das ist auch mit der Grund, warum die Tiere bei uns auf einer sogenannten Hartbodenanlage leben. Wir halten die nicht auf Gras, weil die Hufe sich sonst einfach viel zu schlecht abnutzen würden und die Tiere würden nach sehr kurzer Zeit schon Probleme beim Laufen bekommen. Die Hartmann-Bergzebras sind die zweitgrößte Zebraart mit einem Maximalgewicht von ungefähr 380 Kilo. Wir leben in Familiengruppen, das heißt, es gibt meistens einen Hengst und die dazugehörigen Weibchen. Das sind maximal 10 bis 15 Tiere, nicht sehr groß, weil dort auch nicht sehr viel Nahrung zur Verfügung steht und die Tiere wären sonst einfach untereinander eine zu große Konkurrenz. Und bei uns leben die Tiere zusammen mit verschiedenen Antilopenarten, den Elenantilopen und den großen Kudus und zwei weibliche Strauße sind auch noch mit dabei. Diese Wohngemeinschaft findet man auch in Afrika in der Form in regelmäßigen Fällen. Die Tiere können sich so viel, viel besser vor Angriffen von Feinden, zum Beispiel den Löwen, schützen. Und in diesen großen Herden, in denen die Zebras vor allem in Ostafrika unterwegs sind, haben die Zebras eine extrem wichtige Aufgabe für das Ökosystem. Denn die ganzen Nährstoffe sind ja in den Pflanzen gespeichert und die Zebras nehmen die Pflanzen auf, verdauen sie und durch den Kot gelangen die Nährstoffe wieder in den Boden zurück und damit ist der Nährstoffkreislauf perfekt. Die Frage, die sich natürlich bei den Zebras am allermeisten stellt, das ist die Streifung. Sind die Zebras jetzt weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Das war lange nicht ganz klar, bis man dann untersucht hat, wie denn die Föten, also die Jungtiere im Mutterleib, ausschauen. Und die sind also nach relativ kurzer Zeit noch komplett schwarz und bilden nach ungefähr 4 Monaten die weißen Streifen dazu. Und das heißt, mittlerweile weiß man, dass die Zebras also schwarz mit weißen Streifen sind. In Namibia, in dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet der Hartmann-Bergzebras, sind sie leider mittlerweile auch schon im Bestand bedroht. Das hat vor allem den Grund, dass dort die Landwirtschaft immer aufsteigender wird, immer größer wird und immer mehr Flächen verbraucht. Dadurch werden die Lebensräume, wie sehr oft in Afrika, einfach zerschnitten. Es werden Zäune gebaut, die Tiere können nicht mehr richtig wandern. Und dann hat man in den Schutzgebieten, die wie Inseln in landwirtschaftlich genutzten Regionen liegen, einfach eine sehr große Inzuchtgefährdung und die Tiere verarmen genetisch. Außerdem haben die Zebras einfach nicht mehr genug Platz und nicht mehr genug Nahrung und Wasser. Deshalb listet die IUCN, der Internationale Naturschutzverband, die Bergzebras als gefährdet ein. Der Bestand sinkt leider weiterhin und deshalb muss man sich da in Acht nehmen, dass die Zebras nicht noch weiter weniger werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Hellerbrunn für zu Hause.